Servus miteinander. Willkommen an der OTH Regensburg. Ich bin die Anna und komme aus Deutschland. Im Moment studiere ich medizinische Informatik im ersten Mastersemester und habe bereits meinen Bachelor hier studiert. Ihr habt Interesse an einem Studium an der OTH Regensburg? Dann seid ihr hier genau richtig. Hier bekommt ihr Infos rund um die Hochschule, ihre Studierenden und die Abläufe von internationalen Bewerbungen. Meine Mitstudierenden Elisa, Ramon, Yahya und ich möchten unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wollt ihr euch einmal vorstellen? Gern. Ich bin Elisa, komme aus Brasilien und studiere International Relations an der OTH Regensburg. Mein Name ist Yahya und ich komme aus Syrien und dort habe ich meinen Bachelor in Informatik abgeschlossen und bin gerade im vierten Semester meines Masterstudiums Informatik an der OTH Regensburg. Ja, hallo, ich bin der Ramon. Ich studiere International Relations and Management und bin jetzt im fünften Semester. Wir vier haben uns auch alle einmal für die OTH Regensburg entschieden. Alle aus unterschiedlichen Gründen. Ich zum Beispiel habe mich für die OTH Regensburg entschieden, weil Regensburg so eine unglaublich schöne Altstadt hat und die OTH Regensburg ein riesen Studienangebot hat. Warum habt ihr euch für die OTH Regensburg entschieden? Warum sollte man an der OTH studieren? Es gibt viele Gründe dafür. Erst OTH hat vielfältige Studienmöglichkeiten und es kommen immer neue Studiengänge auch. Und die BIP an der OTH, die BIP. Die BIP kann für jeden Student oder jede Studentin eine zweite Heimat sein oder ein zweites Zuhause. Und klar, selbstverständlich, Regensburg ist eine von der schönsten Städte, nicht nur in Deutschland, glaube ich, weltweit. Also ich finde, ein richtig guter Grund, um in die OTH Regensburg zu, in der OTH Regensburg zu studieren, ist, dass Lehrer, also Professoren und Studenten eine viel engere Beziehung haben als in viele andere Unis überall in Deutschland. Man kennt sich wirklich mit Namen und man fühlt sich wirklich nicht wie eine Zahl. Diese enge Beziehung hilft auch wirklich bei den Vorlesungen und ist ein richtig guter Grund, um in die OTH zu kommen. Studenten sollten sich wegen des großartigen Campus und der Infrastruktur für OTH entscheiden. Der Campus ist groß und die Klassenzimmer sind gut ausgestattet. Das Campusleben ist einfach sehr schön. Es gibt viele Aktivitäten, die man machen kann. Zum Beispiel kann man verschiedene Sportarten auf dem Campus machen, wie zum Beispiel Volleyball. Aber es gibt auch ein sehr schönes Kulturprogramm mit Kinoabend und das Campusfest. Könnt ihr vielleicht erzählen, wie eure Bewerbung für die OTH Regensburg abgelaufen ist? Welche Voraussetzungen musstet ihr erfüllen? Habt ihr auch, wie ich, ein Abitur gebraucht? Ich habe eine Ausbildung in Brasilien gemacht, deshalb habe ich kein Abitur machen müssen. So der erste Schritt für mich war, meine Zeugnisse von meiner Schule und Ausbildung übersetzen zu lassen. Ich müsste sie dann zur Uniassist schicken und ein sogenanntes VPD beantragen. Diese Prüfung meiner Zeugnisse durch Uniassist hatte mir auch ein bisschen Geld gekostet. Und es ist wichtig, dass man dies frühzeitig plant, weil es auch ein bisschen Zeit kostet und es gibt an der OTH ja auch Bewerbungsfristen. Als internationale Bewerberin müsste ich auch Deutschkenntnisse erwerben. Deshalb habe ich einen studienvorbereitenden Deutschkurs gemacht und konnte mit der DSH meine Deutschkenntnisse nachweisen. Ach Elisa, bei mir war das ein bisschen anders. Ich komme ja aus einer offiziellen deutschen Schule im Ausland. Es gibt super viele überall in der Welt und das heißt, ich habe ein ganz normales Abitur absolviert und mein Bewerbungsprozess war exakt der gleiche wie der von Anna. Ich bin sozusagen ein Bildungsinländer und es gibt keinen Unterschied zwischen meiner Abitur und jetzt Annas Abitur zum Beispiel in den Augen von deutscher Unis. Deswegen war mein Bewerbungsprozess nicht so schwer. Ich weiß aber nicht, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt in Regensburg, aber außer Deutsch braucht man auch ein
klitzekleines bisschen bayerisch am Anfang zumindest. Deutsche Sprache, schwere Sprache, aber bayerisch ist noch schwieriger. Es hat schon viele Missverständnisse gegeben, aber die Deutschen haben mir immer sehr geholfen. Sie mögen es gern, wenn man die Sprache lernt, und sie helfen auch sehr gern dabei. Ah, Dialekt oder bayerisch. Nee, ich finde, dass Regensburg gar nicht so viel bayerisch gesprochen wird. Gerade unter Studierenden kann man sich ganz gut ohne Dialekt verständigen. Ja, das stimmt. In Regensburg wird nicht viel Dialekt gesprochen. Aber könnt ihr dann schon ein bisschen bayerisch? Ich bin der Yahya und da bin ich daheim. Oder man sagt, ich mag die. Sehr gut, man merkt schon, dass ihr ein bisschen länger in Regensburg seid und schon Erfahrung mit unserem Dialekt habt. Aber zum Glück muss man ja kein Bayerisch können, um an der UTH Regensburg zu studieren. Aber zurück zum Thema. Yahya, was waren die Voraussetzungen für dein Masterstudium? Für einen Masterstudiengang können sich die Voraussetzungen ja nach Studiengang unterscheiden. Und in meinem Fall war meine Bewerbung vor 2 Jahren und da hatte ich meinen Bachelor an einer syrischen Hochschule abgeschlossen und musste mein Bachelorzeugnis und eine Version entweder auf Deutsch oder auf Englisch mit abgeben. Und die Frage, ob das Bachelor gleichwertig mit einem deutschen Bachelor ist, entscheidet die Berufungskommission an die ETH Regensburg. In meinem Fall, mein Bachelor von Syrien hat 180 Kredits ECTS und für den Informatik-Master an der ETH braucht man 210. Deswegen musste ich 30 Leistungspunkte Kredits nachholen und das habe ich gemacht vom Bachelor da. Die sind damit flexibel mit dem Fächer dem Berufs. Bei jedem Studiengang ist es anders und am besten, wenn man auf die Webseite von akademischen Auslandamt oder Studienabteilung von der ETH geht und dort alles schaut. Da habt ihr wirklich alle unterschiedliche Wege gehabt, um an die UTH Regensburg zu kommen. Habt ihr Tipps, wo man am besten Informationen in der Bewerbungsphase findet? Also für mich waren die FAQs auf der UTH Regensburg Webseite auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Da findet man Antworten zu allen möglichen Fragen, wie Bewerbungsfristen für die verschiedenen Studiengänge und Informationen zum Bewerbungsprozess. Das habe ich auf jeden Fall jeden Tag benutzt, als ich meinen OTH Regensburg Bewerbungsprozess angefangen habe. Und es hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Für mich war es auch wichtig und hilfreich zu wissen, wenn ich ansprechen kann. Und die Ansprechpartner oder Partnerinnen findet man auf der Webseite der OTH Regensburg. Ja, genau. Dort findet man die Kontaktdaten von Personen aus der eigenen Fakultät, die Fragen zu den Studiengängen beantworten können, aber auch den Kontakten der allgemeinen Studienberatung und des akademischen Auslandsamts. Danke für die interessante Runde und danke an die Zuschauer für euer Interesse. Wir hoffen, ihr habt Lust auf Regensburg und die UTH Regensburg bekommen. Bis bald an der Regensburg.